weil hier die Anforderung der Feuerwehr auch war, in ein schwereres Gelände zu fahren. Mit einer elektrischen Seilwinde, ca. 4,5 Tonnen Zugkraft maximal. Ja, wir haben hier auf der Interschutz auf Stand S81 diverse Fahrzeugprojekte, die wir bei uns in Magdeburg aufgebaut haben. Unter anderem hier ein Vorausrüstwagen auf Pickup-Basis. Als Grundfahrgestell hat hier Nissan Navara gedient, den wir natürlich noch ein bisschen ertüchtigt haben, weil hier die Anforderungen der Feuerwehr auch war, in ein schwereres Gelände zu fahren, gerade an der Bahnstrecke auch tätig zu werden. Hauptzweck des Fahrzeuges ist aber tatsächlich auch die Autobahn A2, wo sich auch die Feuerwehr Burg hier befindet. Ja, wie gesagt, vorne ein bisschen was umgebaut, eine Windenstoßstange haben wir installiert mit einer elektrischen Seilwinde, ca. 4,5 Tonnen Zugkraft maximal. Ein bisschen Geländebereifung haben wir installiert, also das, wie gesagt, fürs Gelände ein bisschen ertüchtigt, das Fahrzeug. Und ja, dann geht es natürlich weiter mit einer LED-Sondersignalanlage, mit zwei Warnbalken, die natürlich auch entsprechend umschaltbar sind, hinten mit einer Heckwarneinrichtung oder vorne, wenn man möchte, kann man auch nochmal zusätzlich weiß als Arbeitsscheinwerfer auch nach vorne hin einstellen. Eine originale Martin-Ohrenanlage verbaut, war hier auch der Wunsch der Feuerwehr, gerade für einen Vorausrüstwagen, um sich erstmal ja, die Rettungsgasse frei zu machen, ein schönes lautes Signalhorn. Ein kleiner Lichtmast mit zwei LED-Scheinwerfern ist installiert, 2x90 Watt haben wir da zur Einsatzstellenbeleuchtung, ringsrum natürlich aber auch nochmal eine ordentliche LED-Umfeldbeleuchtung, die wirklich ein schönes Licht macht und schön, ja, einen schönen hellen Schein ums Fahrzeug wirft, damit man da ordentlich arbeiten kann. Gut, insgesamt können 4 Leute hier Platz nehmen. In der Mitte den Sitz haben wir blind gemacht. Da ist dann nochmal eine Notfalltasche, Einweghandschuhe und sowas finden dort dann Platz. Und natürlich ein bisschen Handfunkgeräte, Lampen, so Zubehör, was man eben benötigt, während man auf der Anfahrt ist. Dann haben wir im linken Geräteraum oder in dem Geräteraum auf der Fahrerseite ja, diverse Einsatzgeräte für die technische Hilfeleistung, Teleskopleiter, Verkehrskegel, verschiedene Kästen kommen dann hier noch rein für einen Glasmaster, verschiedene Werkzeuge, alles was man eben so bei der technischen Hilfeleistung braucht. Und natürlich ist es hier aber mehr so angeordnet, wie der Platz das hergibt. Das Fahrzeug bietet natürlich relativ wenig Platz. Gewichtsmäßig haben wir gar nicht so die Probleme, sondern platzmäßig. Und dadurch sind hier tatsächlich die ganzen Kofferlösungen installiert, die eben relativ viel Platz wegnehmen. Auf der gegenüberliegenden Seite mehr ja, die elektrischen Geräte. Da kommen wir aber gleich zu. Im Heckbereich haben wir dann eine große Schublade mit den hydraulischen Rettungsgeräten. Hier Akkugeräte von der Firma Ölmatro. Ein bisschen Unterbaumaterial. Da vorne liegen dann, wenn das Fahrzeug dann in Dienst geht, noch Zugketten drin, Motorsäge, Löschgeräte für einen ersten Angriff, für Entstehungsbrände tatsächlich nur gedacht, auch nochmal ein Pressluftatmer, der wirklich nur dafür, für einen Notfall mal gedacht ist, dass man den mal schnell runternehmen kann, sich ausrüsten kann, wenn man dann doch mal an ein qualmendes oder brennendes Fahrzeug muss, um erstmal schnell einzugreifen. Was ist der Kasten in der Mitte? Der Kasten ist gedacht, hier kommt dann noch ein Atemanschluss hin für das Atemschutzgerät, ein Helm für den Patientenschutz und ein bisschen Handschuhe, Schutzbrillen, ein bisschen Zubehör, Kleinkram, der sich immer noch so nach und nach sicherlich auch anfindet bei der Feuerwehr. Und wie gesagt, auf der Seite haben wir dann so alle ja, elektrischen Bauteile am Fahrzeug. Hier haben wir auch unsere ja, Bordelektronik sozusagen untergebracht. Der Kasten ist jetzt relativ groß. Das liegt aber auch daran, weil hier eine relativ große Gelbatterie noch eingesetzt ist. Also als Zusatzbatterie mit einem Trennrelais. Und natürlich die Elektronik für den Lichtmast. Die Fernbedienung für die Seilwinde vorne.
eine zweite Funksprechstelle und die ganzen Ladegeräte für entsprechend ja, die Akkugeräte. Gegebenenfalls kommt hier vorne nochmal ein kleines Stativ hin. Da will die Feuerwehr sich hinterher nochmal festlegen, wenn sie das Fahrzeug jetzt ein paar Wochen erprobt hatte und in Betrieb hatte, wird es vielleicht nochmal ein paar kleine Anpassungen geben. Ja, weil das so auch relativ neu für die ist. Und dann hier auch nochmal ein bisschen Zubehör für die Winde, ein paar Schlupfe, eine Umlenkrolle liegt dann dort noch mit drin. Wie gesagt, noch einfaches Zubehör für die technische Hilfeleistung. Okay, meine Fragen noch dazu. Ist das Gerät allradtauglich? Wahrscheinlich schon, wenn ich es sehe. Genau. Es ist ein 4x4 Fahrgestell. Man sieht es ja letztendlich, also es ist ein Serienfahrgestell. Wir haben jetzt an dem Serienfahrgestell nicht sehr viel umgebaut. Man könnte das Fahrzeug sogar noch höher legen. Das würde auch gehen, das könnten wir auch machen. Hier haben wir uns aber vorher angeguckt, ob das Fahrzeug soweit den Anforderungen der Feuerwehr genügt. Und das war auch der Fall mit dem Nissan Navara. Der hat relativ gute Allradeigenschaften, wird jetzt leider hier nicht mehr gebaut für den europäischen Markt, zumindest vorübergehend. Aber wie gesagt, hat vernünftige Allradeigenschaften. Und um die nochmal ein bisschen hervorzuheben, haben wir eben nochmal eine grobschollige Geländebereifung aufgezogen. Und ja, damit sind die Jungs eigentlich ganz zufrieden und ganz glücklich. Wie sieht es mit der Motorisierung aus, gerade wenn man auf der Autobahn einsetzen will als Feuerwehr, genau. Muss er da schnell sein? Genau. Er hat die größte Motorisierung, die es für das Fahrgestell gibt. Das ist ein 2,3 Liter Motor mit 190 PS. Wie gesagt, Allradantrieb, Automatikgetriebe, kommt schon ganz gut vorwärts das Fahrzeug, trotz der hohen Masse von 3,05 Tonnen. Kommt er gut in Gang und hat auch eine Maximalgeschwindigkeit von 150-160 km/h, sodass man damit dann schon recht zügig an den Einsatzort kommt. Gerade da in dem Bereich haben wir auch weite Strecken, die zurücklegen auf der Autobahn. Und die Erfahrung hat gezeigt bei der Feuerwehr, die hatten vorher also auch schon einen VRW, der mittlerweile jetzt 30 Jahre alt ist. Und die Erfahrung der Kameraden sagt ganz klar, dass sie im Schnitt 10 Minuten vor dem ersten Löschfahrzeug mit dem VRW auch eintreffen. Ne? Und 10 Minuten ist natürlich dann schon ein schöner Zeitgewinn und da macht das tatsächlich auch Sinn mit so einem Vorausrüstwagen. Ja. Dann meine letzte Frage, kann die Feuerwehr bei dem Fahrzeug dann auch individuell Bestückungswünsche vornehmen? Also jetzt natürlich im Endeffekt, genau, eine Größe geschuldet natürlich. Ne? Genau, im Endeffekt ist es ja individuell jetzt erstmal beladen worden, genau nach Vorgaben des Kunden. Man kann natürlich hier aber alles variieren. Wir könnten zum Beispiel auch eine Löschanlage mit draufbringen, auch dafür wäre Platz. Die würde man dann aber eher hier unten auf der Ladefläche mit ansiedeln, weil das Wasser natürlich schön noch vor der Hinterachse auf die Hinterachse dann drücken soll. Da sind eigentlich den Kundenwünschen keine Grenzen gesetzt. Wir können tatsächlich hier eigentlich alles verbauen, was so machbar ist. Wir hatten jetzt auch schon diverse Anfragen für so ein Fahrzeug tatsächlich nur als Vorauslöschfahrzeug, also wo es dann gar nicht um Voraus Gerätewagen oder Rüstwagen geht, sondern rein als Löschfahrzeug, vielleicht auch für Vegetationsbrandbekämpfung etc. Ja, also da ist tatsächlich alles möglich, was man so sich denken kann. Zu der Thematik mit dem Nissan, genau, wie verhält sich das, wenn das Fahrzeug jetzt dementsprechend von Nissan derzeit nicht mehr so geliefert oder umgesetzt werden kann? Natürlich ist jetzt unser Aufbau Fahrgestell unabhängig, das heißt, wir können das natürlich auch auf einem Toyota Hilux oder einem Ford Ranger aufbauen. Uns ist das Fahrgestell da relativ egal. Was es eben so im Pickup-Bereich gibt, können wir das in der Form natürlich auch aufbauen mit verschiedenen Anpassungen bei uns in der Werkstatt, aber das ist eben sowieso gang und gäbe in unserem Ausbaubereich.